Hier ist mal wieder die Cameo-Maus, euer Andreas. Und heute machen wir einfach mal weiter mit Blödsinn, wie ich gerade sehe. Ich mache das mal weg. Machen wir heute weiter mit den Seiteneinstellungen und hier ganz speziell die Passermarken. Wie am Anfang immer und obligatorisch, ich arbeite mit einem MacBook, neueste Betriebsversion, Systemversion und mit dem Silhouette Studio in der Version 4.4.476 SSBE. Und auch hier, wie immer an dieser Stelle, SS Silhouette Studio BE für Business Edition. Und auch hier, wie immer, die Empfehlung, kauft euch die Designer Edition. Sie bringt euch viele Vorteile. Okay, das war's dazu. Jetzt gehen wir mal in die Passermarken. Bei den Passermarken ist es einfach so, erstmal nur einschalten und dann habt ihr die. Gut, wir haben jetzt die Passermarken. Da gibt es jetzt ein paar grundsätzliche Dinge, die ihr wissen müsst. Um es euch deutlicher zu machen und was ich euch auch immer empfehlen würde bei Print and Cut, geht einmal hier kurz auf die Seiteneinstellung fürs Design und lasst euch den Druck und den Schneiderand anzeigen. Zwei in diesem Fall sehr wichtige Werkzeuge, die wir kennen müssen. Wieder zurück mit dem Linksklick auf Passermarkierung und ja, ich lege mal kurz ein Objekt hier drauf, mache mir mal kurz eins fertig. Zack, ich muss ja wie immer mein Werkzeug ausschalten, ihr kennt das schon. So, wichtig ist, wenn ihr mit Print and Cut arbeitet, dann ist es extrem wichtig, dass ihr niemals etwas hier oben in den Bereich reinlegt. Es darf in diesen gestrichelten Bereichen nichts drin sein. Da ist das Programm echt empfindlich. Ich würde es noch nicht, ich vermeide sogar, es an die Nähe zu legen. Ich lasse immer so mindestens so einen Abstand. Also hier rein ist verboten. Gleiches. Na? Ah, ich hasse diese Funktion zwischendurch. Ja, der Computer ist beschäftigt und dann geht es nur so ruckartig. Ihr seht das. Schneiden, Cameo, alles gleichzeitig ist für mein altes Schätzchen halt schwierig. Ihr dürft auch hier unten. Komm schon. Entschuldigt bitte. So, wir nehmen das. Ich gehe mal ein bisschen raus, dann wird es einfacher. Schieb's nach oben. Ihr dürft auch hier unten in diesen Bereich nicht rein. Dieser Bereich ist für euch absolut tabu. Weil sonst kann die Cameo da nicht vernünftig arbeiten. Was noch extrem wichtig ist, wenn ihr mit der Cameo schneidet, dann muss der Laser, den die Cameo hat, der muss diese Linien sehen können. Jetzt passiert es manchmal bei echt ungünstigem Lichteinfall, dass die ja, dass die, wartet mal, dann passiert es, dass die das Sonnenlicht so auf den auf das Papier fällt, wenn ihr die Klappe nicht zu habt, dass der Laser diese hier nicht mehr erkennen kann. Dann müsst ihr die Klappe einfach schließen, damit es da drin relativ dunkel ist. Ist mir noch nicht passiert, solltet ihr aber immer darauf achten, wenn zu viel Licht auf diesen Druck fällt, wenn der Scanner versucht, also der Plotter versucht, das zu erkennen, dann gibt es Probleme. Gut, das war erstmal zu dem technischen Teil. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die Abmessungen zu verändern. Ihr könnt also die Größe, ich zeige euch das mal, dieser Passermarkierung verändern. Dadurch verändert sich auch die Möglichkeit oder verkleinert sich dieser schraffierte Bereich. Da müsst ihr natürlich mal ausprobieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie weit ihr da nach unten gehen könnt und wie der eure Cameo, jedes Gerät ist ja anders, wie weit die das dann noch erkennt, wie weit ihr da gehen könnt. Die Grenze müsst ihr selber mal ausprobieren. Genauso bei der Dicke der Linie. Auch das verstärkt natürlich die Möglichkeit, dass es das erkennt. Ach ja, gerade noch vergessen. Zu dem Druck. Das funktioniert natürlich super gut auf weißem Papier. Weil dann ist der Kontrast riesig hoch und das kann der Scanner gut ab. Wenn ihr jetzt Papiere nehmt, die dunkler sind, dann funktioniert das nicht mehr so gut. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr diesen Teil hier. Habe ich gehört. Ich habe es noch nie benutzt, weil ich arbeite nicht mit dunklem Papier.
Da zum Beispiel das Weiß abzukleben oder unter Umständen mit Tippex vorher weiß zu machen, wenn ihr wisst, wo ungefähr die Marken hinkommen, dann das Ding drucken lassen, dass die Passmarken auf einen Kontrast haben von Schwarz zu Weiß und dann funktioniert es vielleicht wieder. Probiert es einfach mal aus. Das ist je nach Drucker auch unterschiedlich. Nach Plotter. Drucker und Plotter vielleicht sogar. Okay, dann haben wir hier noch die Sache Position. Ich gehe mal direkt auf erweiterte Optionen. Da könnt ihr die Position dieser Passmarken auf dem DIN A4-Blatt verschieben. Grundsätzlich wäre hier zum Beispiel, kann man es weiter nach außen schieben. Ja, aber ich mache das jetzt mal und dann zeige ich euch gleich, worauf ihr achten müsst. Jetzt haben wir einen Fehler auf unserem Blatt. Nochmal, die dunkelgraue Linie ist die Druckmarkierung, die rote Linie ist die Schnittmarkierung. Wichtig für euch, wenn ich das so einstelle, befindet sich diese Passmarke außerhalb des Druckbereichs. Das heißt, dieser Teil hier unten wird nicht gedruckt. Wenn der nicht gedruckt wird, funktioniert Print and Cut nicht. Es ist wichtig, dass ihr dafür sorgt, dass diese Linie innerhalb des Druckbereichs liegt. Das könnt ihr jetzt zum Beispiel machen, indem ihr den unteren Wert jetzt einfach wieder ein bisschen hochzieht, bis er da reinpasst. Na, denn ihr könnt hier unten rechts und links selber entscheiden, wie ihr das wollt. Immer schön aufpassen und ausprobieren. Wenn es mal nicht funktioniert und ihr wollt wieder die alten Werte zurück, gar kein Problem. Und zwar gilt das sowohl für die Länge, ich mache die mal hier irgendwie auf ganz klein, und die Dicke, indem ihr hier auf Vorgabewerte wiederherstellen klickt. Kriegt ihr wieder alle alten Werte, so wie das Programm die vorher hatte. Gut, das haben wir jetzt geklärt. Wichtig ist noch zu wissen, deswegen schalte ich diese beiden Linien bei Print and Cut immer ein. Wenn ich dieses Motiv jetzt so an den Rand lege, weil ich habe da ja noch Platz, da ist ja noch Platz satt, dann habe ich ein Problem. Ihr seht die Schnittlinie hier, ne? A wird es nicht ganz gedruckt und B habe ich hier die Schnittlinie. Wenn ich jetzt auf Schneiden gehe, dann werdet ihr sehen, dass hier diese Linie, die dicke rote, wird geschnitten und die hier wird nicht geschnitten. Das heißt, euer Motiv ist so nicht 100% zu schneiden. Deswegen immer darauf achten, dass eure Motive in den Schnittlinien, Drucklinien und nicht in den schraffierten Feldern liegen. Das, denke ich mal, ist ja nicht so ganz schwierig. So. Das zu den erweiterten Optionen, also zur Position, wo ich die hin tue. Das nächste wäre dann Orientierung. Vorgabewert, Orientierung ist jetzt wieder so ein Ding. Ich weiß nicht, wofür es da ist. Es gibt Leute, die es nutzen. Ihr wisst einfach, dass ihr es machen könnt, wenn ihr es nutzen wollt. Ihr geht jetzt hier drauf und sagt umgekehrt. Dann dreht er einfach nur die Passamarkierung auf die andere Seite. Das Motiv bleibt an der gleichen Stelle, aber die ganze Schneidematte wird verändert. Nochmal, ich gehe wieder zurück auf das, was ich immer benutze. Und zack, seht ihr, das Papier verändert sich. Ja, es mag Situationen geben, wo man es braucht. Ich persönlich nicht. Dann haben wir jetzt noch was ganz Interessantes. Das finde ich richtig geil. Schön, Entschuldigung, geil, ui. Muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt so nachher schreiben darf. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und zwar geht es um die Druckausblutung. Die könnt ihr hier einstellen. Druckausblutung ist echt ein super schickes Wort für eine. Ja, ich finde es blöd, aber es trifft eigentlich das, was es macht. Druckausblutung bedeutet, dass die Farbe ausblutet. Das heißt, es wird breiter gedruckt, als ihr es jetzt sehen könnt. Nehmen wir mal mein Beispiel. Ich habe es mal für euch ausgedruckt. Ich habe jetzt hier die Schnittlinie habe ich in schwarz gestaltet und habe der aber eine Größe gegeben, die bei 1 liegt. Seht ihr das hier oben? Die Größe ist 1. Das heißt, wenn ich die jetzt zum Drucker schicke, wird die auch so gedruckt und dann nachher auch so geschnitten. Ich zeige es euch. Ja, die wird dann auch so geschnitten. Die wird aber nicht dicker geschnitten. Nicht, weil ihr die Linie dicker gemacht habt, wird dicker geschnitten, sondern die wird einfach nur genau so geschnitten. Jetzt gibt es ein ganz kleines Problem bei Print and Cut. Ab und zu kann es sein, dass es ein Hauch von daneben liegt.
So, wenn ich jetzt aber einen hohen Kontrast habe, ich habe hier eigentlich eine schwarze Linie und ja, dann ist da plötzlich ein Hauch von Weiß, dann sieht man das. Es ist nervig, es stört. Früher habe ich Folgendes gemacht: Ich bin hingegangen, habe mir ein Rechteck gezogen, auf die Größe gebracht, habe das schwarz gemacht, habe es in den Hintergrund geschoben. Das machen wir hier oben. Wo ist es denn? In den Hintergrund, so. Und jetzt kann ich das so ausdrucken lassen. Und dann wird das geschnitten, wie es sein soll. Und wenn der hier daneben schneidet, ist immer noch alles schwarz. Musste man immer dran denken. Ich gehöre zu den Leuten, die sowas auch gerne mal vergessen. Aber da gibt es jetzt was Schickes für, braucht man nicht mehr. Ihr geht hier jetzt hin und aktiviert Druckausblutung. Ich habe es jetzt mal extrem gemacht, damit ich es euch zeigen kann. Und dann sieht euer Druck nachher so aus. Ihr seht, dass diese Linie relativ dick ist. Ich habe jetzt auch die größte Variante genommen, damit man es deutlich sieht, von 5 mm. Das bedeutet, wenn er nachher schneidet, schneidet er definitiv so, dass er hier an diesen Kanten keinen Hauch von weißer Fläche hat, die störend wäre. Also ist dieses Werkzeug ist wirklich richtig cool. Schade finde ich, dass es jetzt nicht zu den Teilen gehört, you see what you get, dass sich das hier verändert, dass ich das sehe. Das heißt, die Funktion erschließt sich einem nicht sofort. Das sieht man eigentlich erst beim Druck. Aber mega coole Funktion, mir gefällt sie. Werde ich auch nutzen. So, dann haben wir hier unten noch eine Funktion, die ist für die Business Edition Menschen. Da kann ich einen Barcode erstellen lassen. Das ist, wenn ich ganz viele verschiedene Motive erst ausdrucken will und später schneiden lassen will. Dann kann ich sagen, okay, für dieses Motiv jetzt ein Barcode. Dann kann ich hier unten noch ankreuzen, Barcode bei dem folgenden Bibliotheksnutzerkonto hinzufügen. Na, das heißt, das Ding wird dann gleich so, wenn ich das jetzt abspeichere, in die Bibliothek geschoben. Ich glaube, ich habe es noch nicht ausprobiert, dass der Vorteil ist, dass ihr dann einfach die Papiere in den Plotter machen könnt. Der erkennt das Teil und schneidet es dann entsprechend aus. Aber da ich es noch nicht genutzt habe, würde ich mich freuen und auch nicht nutzen will. Und ne, manchmal hat man so Funktionen, die man nicht braucht. Wenn jemand davon mehr Ahnung hat, schickt mir da einfach mal eine PN, schreibt mir auf meinem Cameo-Maus-Kanal bei Facebook und dann gucke ich mir das mal an und vielleicht habe ich da ja noch eine Erleuchtung, dass ich es toll finde. Also ich finde es nicht gut. Ich brauche es nicht, sagen wir so, ich finde es nicht gut, ich brauche es einfach nicht. Ja, das war es dann schon mal wieder mit der Cameo-Maus. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund, lasst mir doch bitte einfach einen Daumen hoch, ein Like und vielleicht auch noch einen Klick auf der Glocke da. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss, eure Cameo-Maus. Halt, stopp! Doch noch nicht abschalten, ich habe noch was für euch. Und zwar ist mir beim Durchschauen des Tutorials, beim Bearbeiten noch was aufgefallen. Ich habe euch das hier so gezeigt, hatte die Schnittlinie, ich mache es jetzt nochmal für euch auf schwarz gestellt und hatte dem Wert 1 gegeben. 1, nicht 100. So, na gut, ich gehe nochmal runter. Es wird heute nicht besser. Ich gehe jetzt einfach hin und mache nur die 1 da rein. Ah, Heinz, hallo. 1. Es ist wieder einer dieser Momente, da will es nicht so, wie ich wohl will. Aber jetzt habe ich es hingekriegt. Geht doch. So, ich hatte dem den Wert 1 gegeben und dadurch ist das Bild so gemacht worden, dass der schwarze Rahmen 5 mm groß geworden ist. Aber vielleicht will ich ja gar keinen Rahmen. Vielleicht will ich ja einfach nur, dass das gelbe Teil geschnitten wird. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal wieder, gehe ich hier wieder runter, setze sie einfach auf 0, gebe ihm auch wieder rot, weil bei mir sind Schneidelinien immer rot. Das muss bei mir so sein. Das ist mein innerer Autist, der bei solchen Sachen reinhaut. So, jetzt will ich euch mal was zeigen. Wenn ich jetzt die Druckausblutung einschalte und auf 5 mm stelle, wird jetzt nicht der Rand im Bereich rot so breit, sondern jetzt wird tatsächlich die Farbe genommen, die das Innenleben hat. Ich gehe jetzt mal auf Drucken. Kleine Gedenkminute für
für meinen alten Rechner, aber er tut es immer noch. Ich kann nicht meckern. Und dann seht ihr, das ganze Bild ist gelb. Ich habe jetzt mal ein bisschen getrickst. Wenn man es dann ausdruckt, kommt natürlich der schwarze, kommen die schwarzen Linien nicht dazu. Aber so würde würde der Plotter das nachher schneiden. Die schwarze Linie ist das, was der Plotter wirklich schneiden würde. Okay, das sollte es noch sein. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Cameo-Maus.